Wenn Tradition auf die Gegenwart trifft, jetzt vor mal übern See, übern See, werden Erinnerungen wach. Komm und tanz, heute Nacht. Menschen werden berührt. Bis der Morgen. Und Emotionen gelebt. Ohne die Schlappigkeit nach mir ein. Das sind die Nominierten in der Kategorie Volksmusik. Marc Pircher. Nimm alles mit. Für mich bist du wie Hansi Hinterseher. Die jungen Zillertaler. Die Edelseher. Singstar in Austria. Und Molex. Zuckerrotten Käse mit dem Schulterbladl zucken. Muss sie zu. Andreas Gavalier. Mit am Bett. Bitte begrüßen Sie Rim Higazi. The stage keeps giving birth to me. Also, als ich davon erfahren habe, dass ich in diesem Jahr Teil des Amadeus-Teams sein werde, da habe ich einen Wunsch geäußert. Und zwar, ich möchte auch einmal einen von diesen Preisen ansagen und das Kuvert aufmachen und dann dem Gewinner das Grammophon in die Hand drücken. I said, come on, give me one, please, just one. I don't care which one. So, the Amadeus guy said, Reem, you can take the Volksmusik one. So, this is a very big deal for me. Der Gewinner in der Kategorie Volksmusik ist Andreas Gavalier. Mit mir machst du immer du, für mich lachst ich und du, und nur der Mond schaut zu, dann sagst Session. Du, Hulabalu, was ist denn Hulabalu, sag mir, wo kommt es her? Ich habe mich jetzt auch gewundert, was mir die Kostümbildnerin gerade rausgelegt hat, aber Andreas Gavalier als einer der wichtigsten Künstler des Landes kann oder will heute Abend nicht mit uns sein und Herr Gavalier, bitte, da, das ist Ihre Reaktion. Und der Preis gebührt dir natürlich, ich duze dich jetzt. Niemand, du hast dich gegen eine große Konkurrenz durchgesetzt, gegen die Zillertaler, gegen die Edelseher, gegen die Hinterseher. Und ein Rekord jagt den nächsten und da gibt es natürlich Neider. Ja, du spielst vor 70.000 Menschen im Olympiastadion, 70.000 können doch nicht irren. Ein FM4-Eck des Jahres müsste dafür knapp 70.000 Mal auftreten. Denn deine Musik passt einfach überall hin. Sie passt sowohl zu einem romantischen Date als auch zu einer zünftigen Wirtshausschlägerei. Und wer kann das schon von sich behaupten, außer vielleicht noch Johnny Cash? Ich verstehe es jetzt auch, lieber Andreas, was dich so unwiderstehlich männlich macht. In dieser Kluft das Testosteron fließt so. Kleider machen Leute, Lederhosen machen Männer. Frage an die Madeln. Gespürt es auch? Andreas Gavalier, meinen aufrichtigen Respekt für deinen Erfolg in der Musik und herzlichen Glückwunsch zum Amadeus in der Kategorie Volksmusik.